In diesem Video schauen wir einmal auf 6 Gründe, die klar belegen, warum ein Narzisst sich nicht ändern wird. Ihr alle habt es schon erlebt. Da fallen ganz ungeniert Äußerungen. Du musst mich so akzeptieren, wie ich bin. Ich werde mich niemals ändern. Und ja, diese Äußerungen sind der volle Ernst des Narzissten. Bei genauerem Hinsehen mutet das Ganze wie bei einem Kleinkind an, das sich wütend in sein Zimmer verziehen möchte und noch einmal lauthals ruft, ich werde niemals mehr aus meinem Zimmer herauskommen. Aber anschließend, nachdem die Tür laut geknallt hat, dann doch noch mal rauskommt, um zu rufen, außer zum Essen. Also beim Kleinkind noch als lächerlich empfunden, beim Narzissten kommt da eher Angst und Furcht hoch. Angst und Furcht vor einem Menschen, der einem gerade ganz unverblümt und sehr aggressiv mitgeteilt hat, wo der Platz des Partners ist, nämlich in der Ecke. Ja, es stimmt. Narzissten werden sich nicht ändern. Sie haben ihr Drehbuch und von diesem Drehbuch wird keine Jota abgewichen. Hallo, ich bin Michael Kleist, Coach und Traumatherapeut. Seit mehreren Jahren helfe ich online Menschen per Zoom-Meeting, aber auch in meiner eigenen Praxis auf ihrem Weg in ihre neue, gute, selbstbestimmte Zukunft. Okay, schauen wir einmal auf die Gründe, warum Narzissten sich nicht ändern werden. Erster Grund. Warum sich ändern, wenn man doch schon perfekt ist? Ich erläutere jetzt dieses Lebenskonzept einmal aus der Sicht des grandiosen Narzissten, danach aus der Sicht des verdeckten Narzissten. Für einen grandiosen Narzissten ist Selbstkritik ein völlig fremdes Konzept, weil er davon überzeugt ist, dass er bereits die beste Version seiner selbst ist. Warum an etwas arbeiten, wenn es doch bereits vollkommen ist? Es wäre ja geradezu lächerlich, sich auf Veränderung einzulassen, wenn man den eigenen hohen Standards schon gerecht wird. Naja, die Standards, die in Wirklichkeit eher ziemlich weit unten angesiedelt sind. Aber Narzissten leben in der Überzeugung, dass ihre Sichtweise, ihr Verhalten und ihre Persönlichkeit fehlerfrei sind. In ihrer Welt sind sie das Nonplusultra. Und die einzige logische Konsequenz ist, dass sich die anderen ändern müssen. Selbstreflexion, das ist etwas für Menschen, die Fehler machen. Und Fehler machen selbstverständlich nur die anderen. In den Augen eines grandiosen Narzissten wäre es also pure Zeitverschwendung, an sich zu arbeiten oder sich gar weiter zu entwickeln, wenn doch die eigene Brillanz schon im Überfluss vorhanden ist. Sie sind das Ideal, an dem sich alle anderen orientieren sollten. Der Gedanke, selbst an sich zu arbeiten, ist für sie so absurd wie der Vorschlag, einen perfekt funktionierenden 400 PS Motor auseinanderzunehmen, nur um zu schauen, ob man ihn vielleicht noch verbessern könnte. Kommen wir zum verdeckten Narzissten. Der verdeckte Narzisst ist eine etwas subtilere Spielart des klassischen Narzissten. Er tritt nicht grandios und laut auf, sondern bescheiden und unsicher. Doch hinter dieser Fassade verbirgt sich die gleiche Weigerung, sich zu verändern. Es sind die Motive, die anders sind. Für den verdeckten Narzissten ist die Weigerung, sich zu verändern, weniger mit offener Selbstüberschätzung verbunden, sondern mehr mit einer tiefen inneren Überzeugung verbunden, ich bin nicht gut genug. Aus dieser Haltung heraus wird nun ein Anspruchsdenken entwickelt, das so aussieht. Das Universum und alle anderen schulden mir etwas. Jetzt wird die eigene Unperfektheit ausgeblendet und jetzt muss ich mich auch nicht mehr ändern. Hier sind jetzt die wesentlichen Aspekte, die das erklären. Der verdeckte Narzisst sieht sich als Opfer, unverstanden von der Welt, die seine wahre Tiefe, Sensibilität und seine überlegenen Fähigkeiten nicht erkennt. Und er ist davon überzeugt, dass seine Einstellung richtig ist und die anderen lediglich unfähig sind, ihn richtig zu verstehen. Sich zu ändern wäre also sinnlos, denn es sind die anderen, die ihr Verhalten anpassen sollten, um seine wahre Größe zu erkennen. Anders als der grandiose Narzisst, der sich mit seinem Glanz umgibt, nutzt der verdeckte Narzisst Selbstmitleid als Strategie. Er gibt sich vielleicht klein oder unsicher, doch das alles dient dazu, Mitgefühl oder Mitleid zu wecken und gleichzeitig Kritik abzuwehren. Warum, um Himmels Willen, sollte man sich ändern, wenn man mit der Mitleidsmasche doch zum Erfolg kommt?
In so einer Haltung steckt die Idee, es gibt keinen Grund, an mir zu arbeiten, wenn ich die anderen doch manipulieren kann. Ein beliebter Trick des verdeckten Narzissten ist auch, dass er zugibt, nicht perfekt zu sein. Das aber letztendlich nur, um sich als leidendes, missverstandenes, edles Individuum zu zeigen. Sich zu verändern würde ja bedeuten, dieses Bild, dieses tragischen Helden aufzugeben. Es ist doch viel bequemer, sich jetzt hinter Unsicherheiten und Opferhaltung zu verstecken, statt echte Selbstreflexion zu betreiben. Genau diese Haltung sehe ich zum Beispiel in den Leiden des jungen Werther, einer ganz tragischen Figur von Goethe, die so durch die Gegend gelaufen ist. Oh, es tut so weh. Und er suhlt sich in dieser Opferhaltung, der junge Werther. Indem man sich als Opfer darstellt, erlangt der verdeckte Narzisst einen emotionalen Vorteil. Menschen um ihn herum neigen nun dazu, ihn zu schonen, ihn zu unterstützen oder ihn zu beschützen. Würde er sich verändern, könnte er diesen Vorteil verlieren. Veränderung bedeutet also, auf eine Quelle von Mitgefühl und Aufmerksamkeit zu verzichten. Insgesamt ist die Weigerung des verdeckten Narzissten, sich zu ändern, eng mit seiner unauffälligen Strategie verbunden, Aufmerksamkeit und Bestätigung zu erlangen, ohne die offensichtliche Grandiosität des klassischen Narzissten zu zeigen. Anstatt überheblich zu wirken, versteckt er seine Überzeugung, dass er unantastbar ist, hinter Selbstmitleid, subtilen Manipulationen und dem Gefühl, dass alle anderen ihm Unrecht tun. Ja, der verdeckte Narzisst arbeitet mit Schuld und seine Domäne ist, jemand anders ein schlechtes Gewissen zu machen. Der zweite Grund. Kritik. Was ist das? Für einen Narzissten, ob grandios oder verdeckt, ist Kritik kein normaler Hinweis darauf, dass man etwas besser machen könnte. Narzissten nehmen Kritik nicht als wertvolles Feedback auf, sondern als persönlichen Angriff auf ihre Identität. Der Grund dafür liegt in ihrer fragilen Selbstwahrnehmung. Hinter der scheinbaren Überzeugung von eigener Großartigkeit verbirgt sich eine tiefe Unsicherheit. Kritik bedroht diese innere Selbstinszenierung und deshalb ist sie für Narzissten nicht nur unangenehm, sondern geradezu unerträglich. Narzissten haben ein aufgeblähtes Selbstbild, das ständig bestätigt werden muss. Kritik, selbst in ihrer mildesten Form, kratzt an dieser Fassade. Für sie fühlt sich jede kritische Bemerkung an wie eine Infragestellung ihres gesamten Wertes. Anstatt sie als nützliches Feedback zu sehen, interpretieren sie Kritik als Versuch, sie klein zu machen oder ihre Überlegenheit anzuzweifeln. Anstatt die Kritik anzunehmen, schiebt nun der Narzisst die Schuld lieber auf andere. Es ist ja einfacher, die Verantwortung für Fehler zu verleugnen, indem man jetzt dem Kritiker unterstellt, dass er entweder neidisch ist oder einfach nicht versteht, was der Narzisst eigentlich leistet. Der Gedanke, dass die Kritik berechtigt sein könnte, passt einfach nicht in ihre Welt. Narzissten reagieren oft übermäßig emotional auf Kritik, selbst auf kleinste Bemerkungen. Ein harmloser Vorschlag, wie man etwas besser machen könnte, wird schnell zu einem großen Angriff aufgebauscht. Das kann sich in aggressiven Verteidigungen äußern oder auch in passiver Aggression. Ihr kennt es, das passiv-aggressive Verhalten. Ein Narzisst wird immer versuchen, Kritik zu entkräften, indem er die Kontrolle über das Gespräch übernimmt. Er dreht jetzt den Spieß um und wirft dem Kritiker vor, selbst Fehler gemacht zu haben oder beginnt, die Person zu diskreditieren. Auf diese Weise bleibt der Narzisst in der Machtposition und lenkt von der eigentlichen Kritik ab. Narzissten glauben oft, dass Kritik nur deshalb geäußert wird, weil der andere sie nicht wirklich versteht oder ihre Großartigkeit nicht erkennt. Und jetzt fallen Sätze wie dieser hier. Wenn du mich wirklich kennen würdest, würdest du sehen, dass ich alles richtig mache. Ihr kennt diese Sätze. Die Vorstellung, dass jemand sie falsch einschätzt oder nicht zu schätzen weiß, ist für Narzissten eine ganz beruhigende Erklärung, um Kritik abzulehnen. Drittens, Empathie. Wofür bitte Empathie? Sich in andere hineinzuversetzen und deren Perspektive zu verstehen, klingt wie eine nette Idee. Aber warum, um Himmels Willen, sollte ein Narzisst das tun? Gefühle anderer Menschen sind nur lästige Hindernisse auf ihrem Weg zum Erfolg. Viertens, die Schuld liegt immer bei anderen.
Selbstreflexion, das ist etwas für Leute, die Fehler machen. Aber Narzissten sind natürlich fehlerlos. Und wenn doch mal etwas schief geht, dann ist das eindeutig deine Schuld. Klar, sie hätten sich ja selbst korrigieren können, aber bitteschön, es macht doch viel mehr Spaß, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Fünftens, Veränderung erfordert Arbeit. Aber Arbeit ist anstrengend. Sich zu verändern bedeutet, dass man sich anstrengen muss und das kostet Energie. Warum sollten Narzissten also ihre kostbare Energie darauf verwenden, ihre wundervollen, bereits perfekte Persönlichkeit zu ändern? Da schickt man doch lieber die anderen zur Therapie. Sechstens, Anerkennung gibt es auch ohne Wandel. Narzissten finden immer jemanden, der sie bewundert. Sei es aus Angst, Opportunismus oder einfach, weil sie den richtigen Eindruck schinden. Also, wozu sich ändern, wenn die Welt doch bereit ist, sie für das zu feiern, was sie ohnehin schon sind? Wenn der Spiegel einem Narzissten doch täglich sagt, dass er ein Halbgott ist und die Welt das nun nicht verstehen will, dann liegt das Problem offensichtlich in der Welt, aber nicht bei einem selbst. Narzissten haben kein Interesse daran, sich selbst objektiv zu betrachten, wozu auch, wenn das Meisterwerk doch im Spiegel vor ihnen steht. Du siehst, für Narzissten gibt es schlicht und einfach keinen Grund zur Veränderung. Sie sind ja schließlich schon die Besten, zumindest aus ihrer Sicht. So, ihr Lieben, ich hoffe, ich habe euch jetzt mit diesem Video ein wenig weiterhelfen können. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.